Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Teil 2. Hier ist die Goretti. Und in dieser Folge habe ich mir eigentlich nicht wirklich was vorgenommen von dem, was wir hier machen werden. Du stehst hier direkt vor mir, mein Freund. Das ist nicht klug gewesen von dir, Chaka. Next, please. Die kommen von den Mauern und woher sie auch immer runtergeschossen kommen. Direkt in Merrills Flammen. Ihr habt doch überhaupt keine Chance. Das ist der Wahnsinn. Die Magier hier, ne? Guck dir das an. Guck dir das an. Wahnsinn. Kind des Erbauers, Hawk. Ihr wisst, wie man etwas richtig macht. Danke, Varric. Danke, Varric. Du bist total lieb zu mir. Womit habe ich so viel Liebe von dir nur verdient? Gib mir dieses Fass. Kurzer Blick zur Galgenburg. Na, plünderst du auch ein bisschen? Gut, aber was ich eigentlich machen wollte, ist tatsächlich, ja, den Obermacker von diesen Knilchen hier ausplündern. Ich bin gespannt, was ihr so dazu schreibt. Dazu, dass ich in der letzten Folge diesen Sklavenjäger einfach habe laufen lassen. Ihr seid bestimmt total böse mit mir. Okay, Jesse, ich komme gleich zu dir. Sobald du bereit bist, aus deiner Blase zu kommen, so wie jetzt. Isabella, du hast ja alles aufgebraucht wieder. Du kleiner Verbrecher, ehrlich. Und den Hund. Und Jesse? Bemühe dich nicht, mein Freund. Wow, der war gut, der war gut. Ehrlich. Der war richtig gut. Ich krieg dich. Ah, du bist wieder in der Blase drin. Verstehe. Das war wundervoll. Jesse, bist du wieder raus aus der Blase? Das ist schön, meine Kleine. Gottes Willen. Bleib doch nicht dran hängen, Hawk. Der. Gib mir mal dein Blut, mein Freund. Ich muss mich wieder heilen. Bring dir jetzt zu Ende. Boah, die Magier noch. Das ist Wahnsinn, was die Magier in diesem Spiel für eine Macht haben. Für das Volk! Hat sie geschrien? Für das Volk? Ein wundervoller Schuss! Und das war's. Da waren die in Kapitel 2 aber schwerer, ne? Oder wir sind einfach grottenstark geworden. Aber ich habe keine Lust mehr, das Spiel hin und her zu balancen. Deswegen bleibt es jetzt auf dem, was es jetzt steht. Und damit basta. So. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Nein, Hawk. Pack das Schwert weg. Ist doch nicht mehr notwendig, meine Kleine. Sind doch mittlerweile alle Geschichte. Ich glaube, das war's. Wo? Ich denke, ja, wir können hier wieder raus. Hervorragend. So. Jetzt lass mich mal einmal ganz kurz hier reinschauen. Da wäre einmal die Gerechtigkeit. Hinterfrage, sprich im gehängten Mann in der Unterstadt mit Isabella. Das machen wir. Und, habe ich? Der Talisman aus Rivaina erinnert Isabella vielleicht an ihre Heimat. Habe ich den schon gefunden?
Oh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Na dann, Isabella, unterhalten wir uns mal ein wenig im gehängten Mann. Wo bin ich? Wo bin ich gerade? Hier bin ich. Gut. Wieso komme ich hier raus? Ich bin noch an einer ganz anderen Stelle reingegangen. Ah, verteufelt und eins. Ernsthaft? Wow. Der hat aber Hörner, ist mir noch nie so aufgefallen. Mann. Ja, der gute Arischock. Leider kann man da gar nicht mehr rein, ja. Du kannst von draußen ein bisschen reinschauen. Ja, da siehst du eine tolle Statue von Templer. Auf der anderen Seite könnten Magier, könnte auch zwei Templer sein. Obwohl die Sonne, das spricht eher für die Kirche, ne? Nun ja. Jep, ich möchte das Gebiet verlassen und bei Tage in den gehängten Mann, bei Nacht in den gehängten Mann, ist glaube ich relativ egal, ne? Und? So. Schon einen Erzdämon gefunden? Nein, die sollen alle unter der Erde sein, in den tiefen Wegen oder so. Bald bricht eine Expedition dorthin auf. Ihr solltet ihr euch anschließen. Das mache ich vielleicht sogar. Aber erst was trinken. Diese Expedition ist schon lange in den tiefen Wegen gewesen. Isabella! Ihr seid hier. Gut, ich wollte mit euch sprechen. Ah, ihr seid noch hier. Wie schön, dass es in dieser sich ständig verändernden Welt zumindest eine Konstante gibt. Was? Wenn ihr jetzt anfangt, mich euren Fels oder euer Fundament zu nennen, schlage ich euch ins Gesicht. Aber egal. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Das spart mir die Mühe, nach euch zu suchen. Ich wollte euch für alles danken, was ihr für mich getan habt. Ich bin froh, dass ihr vor all diesen Jahren hier hereinspaziert seid. Ihr wart mir eine gute Freundin und ein beständiger Quell der Aufregung. Oh, ihr wisst wirklich, wie man einem Mädchen schmeichelt. Jetzt, wo ich mein Schiff habe, brauche ich auch eine neue Mannschaft. Und ich hätte gerne jemanden wie euch an Bord. Jemanden, dem ich wirklich vertrauen kann, die zu mir steht, was auch passiert. Ich kann Meryl nicht einfach verlassen. Dann nehmt sie doch mit. Eine Blutmagierin mit einer Besessenheit für Spiegel kann man auf jedem Schiff brauchen. Ich möchte mich einfach nicht von euch verabschieden müssen. Ihr seid die beste Freundin, die ich seit langem hatte. Darauf trinken wir. Auf die Freundschaft und auf uns. Habt ihr manchmal das Gefühl, Teil einer Geschichte zu sein, die jemand anders erzählt? Bei einer Bauer. Ich wünschte, der Erzähler dieser Geschichte hätte mich hübscher gemacht. Ja, das wünschen sich viele Leute. Glaubt mir, mein Freund. Naja, egal. Isabella. Denkt ihr vielleicht, ich bin danke. Danke. Du bist mir auch eine gute Freundin. Ich habe hier etwas, das euch vielleicht gefallen könnte. Ich verstehe. Manchmal geben die Leute anderen Leuten etwas, weil sie sie gern haben. Und das hier ist jetzt der Teil, an dem ihr Danke sagt. Das weiß ich ihr ganz. Aber ist euch nicht klar, was das hier ist? Es ist ein Fruchtbarkeitstalisman aus Rewein. Diese blütenförmigen Bereiche stehen für bestimmte Körperteile. Und dieses vorstehende Ding ist... Ach, seht es euch einfach selbst an. Ihr seid wohl eine Expertin für rewainische Talismane. Meine Mutter war eine rewainische Seherin. Oder zumindest hat sie vorgegeben, eine zu sein. Sie wusste genug über die alten Praktiken der Stämme, um eine überzeugende Vorstellung zu liefern. Und sie hat ständig irgendwelchen Frauen diese Dinger gegeben. Mir ist bewusst, dass er ein wenig derb ist, aber ich dachte, er gefällt euch. Ihr mögt doch unanständige Dinge. Ja, schon. Bücher mit schmutzigen Gedichten und den entsprechenden Bildern. Aber das hier ist etwas anderes. Die Frauen in Rewein haben diese Talismane getragen, damit ihre Leiber fruchtbar werden und ihre Ehen mit zahlreichen Kindern gesegnet sind. Es hat natürlich nicht funktioniert. Offenbar hat man entweder einen fruchtbaren Leib oder eben nicht. Vielen Dank. Es ist nett, etwas zu besitzen, das mich an meine Heimat erinnert.
Das ist doch schön, liebe Isabella. So, was ich in dieser Folge auch noch gerne machen möchte, ist nach außerhalb der Stadt zu gehen. Und zwar an die verwundete Küste. Da passiert nämlich auch noch etwas sehr Witziges. Stehen bleiben! What? Wer seid ihr? Ich heiße Evitz, wie in Evitz Plünderer. Die Männer, die ihr vor einigen Jahren getötet habt. Ihr werdet jetzt sterben für das, was ihr getan habt. Da wäre ich mir mal nicht so sicher, mein Freund. Ich glaube, deinen Bruder oder was auch immer das war, habe ich getroffen und gekillt. Und dich jetzt auch. Hier geblieben, du sackgesichtige Suppenmuhn. Schlaf, mein Freund. Tschüss. Komm her, du Schlägertyp. Nimm das. Geht doch. Alle platt. Gut, dann. Hawk und Gänseblümchen? Ich finde die beiden entzückend. Wirklich? Und ihr seid nicht eifersüchtig? Ich hatte nämlich gedacht, ihr und Hawk. Hawk war nur eine Liebschaft. Ihr wisst doch, dass ich immer noch auf euch ein Auge geworfen habe. Träumt weiter, Rivainerin. Ja, das, war eine andere Zeit, Meryl. Ah, schön. Ihr da? Hat euch mein Liebster geschickt? Werdet ihr mich zu ihm bringen? Was ist hier passiert? Wieso liegen hier so viele Leichen? Nein, euer Liebster hat mich nicht geschickt. Ich bin auf Wunsch eures Vaters hier. Hattet ihr jemand anderen erwartet? Ich spreche von Fenriel, dem Mann meiner Träume. Diese Unholde wollten mir meine Jungfräulichkeit rauben. Als sie sich darüber gestritten haben, wer als Erster drankommt, bin ich ohnmächtig geworden. Dann hat Fenriel in einer Vision zu mir gesprochen und mir gesagt, ich solle mich nicht fürchten. Als ich wieder erwacht bin, hatten sich diese Männer gegenseitig umgebracht. Bitte bringt mich zu Fenriel. Ich will mich angemessen bei ihm bedanken. Es tut mir leid, aber ich habe keine Möglichkeit, ihn zu finden. Hey, was habt ihr mit meinen Männern gemacht? Dafür sterbt ihr. Ich bringe euch um. Da wäre ich mir nicht so sicher. Meryl hat erstmal die Blitze für euch und ich glaube dann das Feuer für euch. Und dann seid ihr, glaube ich, bald Geschichte. Wie viele habt ihr? Ich muss wohl noch ein wenig länger auf meinen Liebsten warten. Hab Dank für eure Hilfe. Ich finde allein nach Kirkwall zurück. Der Spaziergang wird mich ermüden. Und dann sind wir in meinen Träumen wieder vereint. Oh, Fenriel, mein Liebster, ich komme. Ja, schön, schön, schön. Fenriel ist scheinbar mächtig geworden, dass er so weit von Tevinter aus hier rüber träumen kann. Das ist schon eine Wucht. Fenriel, ich bin gespannt, ob du in Teil 4 vorkommen wirst. Sollte das Ganze tatsächlich alles in Tevinter spielen. Wer weiß, vielleicht treffen wir ja unser Fenriel. Ich fände es auf jeden Fall schön. Gut, wir plündern die... Oh. Woher kommen zum Teufel nochmal die Tell the Shot? Könnt ihr euch nicht einfach davon stehlen? Und einfach dahin, wo der Pfeffer wächst. So, komm her. Hawk hat für euch alle ein großes, großes Schwert. Schlaf, mein Freund. Jetzt können wir uns entspannen. Mann, 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 Mann. Die Telvis-Shots sind also immer noch hier. Das ist gut zu wissen. Eine komplexe Truhe. Varric.
Würdest du bitte? Das war zu freundlich von dir. Danke, Varric. Oh, wir haben sogar zwei Schurken dabei. Das ist doch schön. Ich liebe es, mit Isabella unterwegs zu sein. Mit Isabella hat man immer viel Spaß. Ah, schön. Ja, im Augenblick wird jetzt hier wahrscheinlich an der verwundeten Küste nicht viel passieren. Da hinten ist der Händler. Mit dem werde ich mich gleich auch nochmal ein bisschen unterhalten. Und noch mehr Telveshoth. Und nicht nur. Da hinten ist ein Sarebas. Verflixter Sarebas. Wo bist du hin? Da bist du ja wieder. Mein Freund. Wow, das ging schnell. Vielleicht stelle ich den Schwierigkeitsgrad doch nochmal höher oder so. Ich weiß es nicht. Obwohl, dann dauern die Kämpfe halt nicht so lange. Ist auch okay. Ich meine, klar, ich habe natürlich ein mächtigeres Schwert jetzt da. Ja, so ist das nicht, aber... Ich weiß es noch nicht. Ich denke darüber nach und vielleicht mache ich das ja. Vielleicht. Komm, ich mach's. Ich bin gleich wieder für euch da. Fertig. Dann können wir ja weiter die verwundete Küste entlang und schauen, ob sie jetzt nicht zu hart werden. Keine Ahnung. Oh, Kunari-Schwert. Hey. Wir kommen der Sache näher, hä? Ist in dem Fass auch noch? Nein. Schade. Kein Schwert. Aber egal. Wenn wir hier schon die Herzallerliebste von Fainriel retten, dann werden wir auch alles andere noch erkunden. Was hab ich denn jetzt gemacht? Chakalaka! Jungs, kommt her! Ich dachte, ich hätte den Schwierigkeitsgrad erhöht. Nehmen wir das mal ein. Und damit hauen wir so richtig hart zu. Schlaf, mein Freund. Naja, Kanonenfutter bleibt Kanonenfutter, egal wie hoch du den Schwierigkeitsgrad stellst, habe ich das Gefühl. Na gut. Na gut. Sammeln wir mal einfach alles ein und wundern uns nicht, sondern nehmen es einfach dankbar hin, dass es so ist, wie es ist. In dem Spiel. So, hier hinten müsste es eigentlich auch noch irgendetwas geben, was man immer wieder gut findet. Zum Beispiel dieses Elfenwürzelchen. Damit wir viele, viele Tränke herstellen können. Und hier finden wir hoffentlich auch noch ein bisschen was. Ich vermisse... Ehrlich, vermisst du das Meer, Isabella? Agrivanische Schriftrolle, die erste. Das ist eine Quest tatsächlich. Oh. Ich scrolle euch das mal runter. Ihr könnt euch das ja gerne selber durchlesen. Und von diesen Schriftrollen werden wir noch diverse finden. Ich glaube insgesamt 3. Und dann kommt der große Macker natürlich wieder raus. Es ist einfach so. So, schauen wir uns da hinten noch ein bisschen um und dann ist die Folge fast schon wieder vorbei. Diese Küste ist wirklich groß. Aber gut, aber gut. Noch größer, ist es noch größer, nicht die verwundete Küste, sondern... Der Sunderhügel, der ist eigentlich ähnlich groß, ne?
ein Sack. Und wie ihr seht, die Höhlen, die wir in Kapitel 2 noch begehen konnten, sind perfekt mit Karren zugestellt worden. Ah, schön. So, gibt es hier hinten noch eine Kiste oder zwei? Sogar eine mit einer komplexen Truhe. Isabella, die gehört dir. Seid ihr jetzt glücklich? Ja, bin ich. Danke. Glückselig sogar. Ah, schön. So, kommt, Mädels. Immer mir nach. So, letztes Stückchen der verwundeten Küste und dann habt ihr es geschafft. Ich hoffe, es war bisher nicht allzu langweilig für euch. Aber wie gesagt, diese Wege müssen sein, weil man hier und da immer wieder ein paar Quests dann dazu findet und andere Dinge. Okay. Isabella, ich komme. Ich weiß nicht, was da schon so schnell losrennt. Oh oh. Das mag mir so gar nicht gefallen, aber ist okay. Kommt her. Einer weniger, der uns Probleme macht. Das ist wie Tennis beim Tennis zuschauen, wenn Hawk zuschlägt. Pass mal auf. Links, rechts, links. Vorbei. Ehrlich, Isabella. Bist du unterwegs? Du bist erledigt. Tschakka. Oh, tschakka. Die so schön durch die Gegend fliegen. Nächster, bitte. Mann, das nimmt ja gar kein Ende hier. Gib mir dein Blut. Und Meryl haut wieder alles raus, wie sie kann. Und es ist der Wahnsinn, ihr zuzuschauen. Ist das denn immer noch nicht genug? Natürlich nicht. Warum sollte das genug sein? Einer weniger, der uns Probleme macht. Lass meine Meryl in Ruhe, du Nudel. Na klar. So, alle zusammen, ihr Lieben, auf Medan. Ich wusste, dass du kommst. Woher wusste ich nur, dass du kommst, Medan? Schlaf, Medan. Hör auf, deine Zauber wirken zu wollen. Wo ist er? Da ist er. Ja, die Kämpfe dauern schon etwas länger. Man merkt's. Aber wir haben halt auch eine starke Truppe, ne? So, das war Medan. Einer der großen Dämonen. Gürtel des Ältesten. Aha. Halt, da unten gab es ja noch was zu plündern, woran sie mich ja alle gehindert haben, diese ganzen untoten, fiesen Möps. Da, der Leichnam. Wie viele der hohen Dämonen haben wir eigentlich jetzt mit Hawk erledigt? Da waren einige dabei, ne? Ja,
Hawk ist Wegbereiterin. Formel für Fehlsprengfeuer. Liebste Isabella, das wirst du nicht in die Finger bekommen. Das ist richtig teuer, aber auch richtig heftig. Danke für das Embryo. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon herstellen können. Das Sprengfeuer von Fehl. Ich glaube, dafür fehlen mir noch ein paar Ingredienzien. Oh Gott, schweres Wort. Hilfe. So, mein Freund, nur noch zu dir und dann bin ich durch mit der Geschichte hier. Und noch ein Kunari-Schwert. Sehr schön. Das mag mir sehr gefallen. Konnte ich hier auch noch durch? Nein. Das war nur da vorne irgendwo. Ne? Hier vorne gab es irgendwo noch einen Weg in die Karpaten und die Büsche. Schön, dass hier keine Kunari mehr sind. Beziehungsweise Tal'Shoth. Sie folgen ja nicht mehr dem Kuhn und dementsprechend sind sie keine Kunari mehr. Hallo Magnus, zeig mir deine Waren. Ein hochwertiger Schild? Nö. So? Das ist was Schönes für einen Magier, aber viel zu teuer für das, was er eigentlich kann. Das ist nicht viel. Sorry, mein Freund. Ist okay. Ist okay. Ich würde sagen, das war die verwundete Küste. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mit kleinen Hawk noch in irgendeine Hütte rein. Da werde ich dann offscreen in eine Hütte, entweder Merrills Hütte oder Fenris Hütte. Da kann ich nämlich die Gruppe immer nach Belieben tauschen und schwanken und schauen, was ich dann... Gehen wir ruhig zu Merrill. Was ich dann damit so machen kann. Also, dass ich denen noch die Sachen, die ich im Inventar habe, ausprobiere, etc. pp. Weil ich werde jetzt hier einen Schnitt machen und euch etwas ansagen. Diese Folge ist jetzt für die nächsten 2 Wochen erstmal die letzte Folge, weil ich nicht da bin. Ich werde in Urlaub fahren und wegfliegen. Nach 3 Jahren endlich mal wieder meine Eltern sehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Hatte im Vorfeld überlegt, ob ich nicht einfach alles im Voraus aufnehme, damit ihr nichts verpasst. Aber ich denke, so ist es auf jeden Fall erstmal besser, wenn ich nicht so viel im Vorfeld aufnehme. Von daher wünsche ich euch eine schöne Zeit, auch ohne mich. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich für euer Zusehen bis hierher. Bleibt mir sauber und vor allen Dingen gesund und bis in 2 Wochen, wenn ich dann wieder da bin. Wenn ihr es auch so wollt. Tschüss!